Ich habe das so ein bisschen unterteilt, was ist eigentlich passiert. Es gibt ja die Parents, die hier ganz aktiv sind und die Fridays, die auf den Straßen demonstrieren. Warum tun die das eigentlich? Was hat die ja so in Rage gebracht, dass sie zu Millionen auf die Straßen gehen? Und warum ist das passiert? Also ein bisschen so ja, wissenschaftliche Hintergründe. Dann Wissenschaft, ist sie sich eigentlich sicher? Wie kann die sich sicher sein? Wie funktioniert das alles? Ja, was passiert als nächstes, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken? Was Wie geht es denn weiter? Und das wird eine nicht so erfreuliche Zukunft werden. Ja, was können wir denn dagegen tun? Jeder kennt vielleicht die junge Dame, die oft ziemlich grimmig guckt. Es gibt da diesen schönen Spruch, how dare you, wie könnt ihr es wagen? Also was eigentlich wagen? Den zweiten Spruch, den sie immer dazu auch noch sehr oft sagt, ist, hört auf die Wissenschaft. Also hört nicht auf die jungen Leute. Also eigentlich alle jungen Leute sagen dieses, hört auf die Wissenschaft. Und genau da möchte ich jetzt mal einsteigen. Was sagt die Wissenschaft eigentlich? Also was ist bisher passiert? Die letzten Jahre, das sind jetzt hier deutsche Jahresdurchschnittstemperaturen von den letzten 140 Jahren. 140 Jahre einfach, weil so lange gibt es in Deutschland Wetteraufzeichnungen. Man sieht hier, kann man die Maus sehen, die Temperatur war immer so bei 7, 8 Grad im Mittel. Und jetzt in den letzten Jahren ist sie eher so bei 10 11 Grad hochgegangen. Es wird wärmer und wärmer. Die Farbe indiziert das auch ein bisschen. Es gibt hier ziemlich eindeutigen Trend. Das ist aber nicht nur in Deutschland so. Das ist weltweit so. Hier mal ganz, ganz viele weltweite Städte. So ein Kreis, wenn er blau ist, heißt es ist kälter als normal. Wenn er rot ist, heißt es ist in der Stadt wärmer als normal. Wir sind jetzt 1940, 1950. Es kommt ab und zu mal was Rotes, was Blaues vorbei. Das sind so die jährlichen Schwankungen. Soweit, so normal. Gucken wir, was passiert denn weiter. Oh, da war eben eine Menge rot. Jetzt war es auch schon wieder rot. 1995 sind wir jetzt. 2000, es wird röter und röter. 2010, 2015, 2017, da endet leider die Grafik. Das würde jetzt noch röter werden, wenn man das weiterzeichnen würde. Und es ist nicht nur in Deutschland wärmer geworden, wie auf der Grafik eben zu sehen, sondern eigentlich überall auf der Welt. Also es ist ein globales Phänomen, was wir wirklich jetzt sehen können, es wird wärmer. Auch wenn man den Klimawandel nicht wüsste, würde man sich jetzt wundern, warum wird es eigentlich wärmer? Was ist der Grund? Also man kann die Auswirkungen wirklich schon sehen. Und diese 1-2 Grad wirken auf den ersten Blick vielleicht nicht viel, aber was das eigentlich bedeutet, da komme ich gleich nochmal zu. Jetzt gucken wir mal in die Vergangenheit. Was für Änderungen in der Temperatur gab es denn da eigentlich? Temperatur ist hier die rote Kurve, das sind jetzt die letzten 400.000 Jahre. Ziemlich lange Zeit. Mal so als Vergleich, den Homo sapiens, den Menschen, gab es die letzten 200.000 Jahre, also ungefähr die Hälfte der Grafik. In der Mitte ist rot, das ist die Temperatur. Und die letzten 10.000 Jahre, das ist hier, wo hier Holozän dran steht, das ist das, wo der Mensch Ackerbau gemacht hat, wo der Mensch sesshaft geworden ist. Das ist quasi der moderne Mensch, wie wir ihn kennen. Alles davor waren Jäger und Sammler, die umhergezogen sind. Und da war die Temperatur relativ stabil in gewissen Bereich. Es war auch schon mal ein paar Grad kälter. Das ist jetzt leider in Fahrenheit die Skala hier. Was jetzt aber passiert ist, es gab in diesen ganzen Jahren auch eine Änderung der CO2-Konzentration. Normalerweise, das kann man jetzt hier ein bisschen schlecht sehen, hat sich erst die Temperatur geändert und danach das CO2 in so einem gewissen Bereich zwischen 200 und 300. Was jetzt aber passiert ist, dass das CO2 das erste Mal entkoppelt von der Temperatur durch die Decke geht. Also dieses Mal bewegt sich das CO2 zuerst. Und richtig dramatisch. Wir haben hier die Grafik gesprengt jetzt in den letzten 2-3 Jahren. Man kann jetzt vermuten, okay, wenn wir Pech haben, ziehen die anderen Kurven mit. Meeresspiegel sehen wir, das geht hier um ja, 400 Füße, also ungefähr 100 Meter hoch runter die ganze Zeit. Was würde das da bedeuten, wenn es jetzt quasi auch so ansteigt. Genau, warum ist das CO2 angestiegen und warum hat das die Temperatur mitgenommen? Kurz den Treibhauseffekt erklärt, ganz, ganz vereinfacht. Jeder kennt Gewächshäuser, die im Garten oder beim Gärtner stehen, die haben eine Glashülle drumherum. Dieses Glas lässt sichtbares Licht und gewisse Strahlen von der Sonne durch. Und innen drin treffen die dann auf irgendetwas Dunkles, die Pflanzen, die Erde, das Ganze erwärmt sich. Und diese Wärmestrahlung kann durch das Glas nicht mehr raus. Die hat eine andere Wellenlänge, das passt da nicht durch. Was also passiert ist, dass die Wärme gefangen wird in diesem Treibhaus.
Man kennt das vom Auto im Sommer, wenn man das in der Sonne parkt, wird es da drin richtig heiß, wenn die Fenster zu sind. Und die Satelliten können das auch messen, die bei uns jetzt um die Erde kreisen. Was sie messen ist, dass mehr Wärme von der Sonne kommt, als von der Erde entweicht. Das heißt, wir wissen, da wird mehr und mehr Wärme reingepumpt und dieser Effekt wird stärker und stärker. Das ist also jetzt gar keine indirekte Theorie, man kann es wirklich nachprüfen. Es geht mehr Wärme rein als raus. Im übertragenen Sinne, was wir hier machen, ist, wir haben eine Thermoskanne gebaut mit dem Treibhausgas und die Sonne ist der Tauchsieder, der da drin steckt und die Wärme kann nicht raus. Wir stecken es in die Steckdose und da drin wird es immer wärmer. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild dafür. Dieses CO2, was ich gesagt habe, was diese Treibhausgase, die diese Glasschicht oder diese Isolierschicht um die Erde drumherum bilden, wo kommen die eigentlich her? Erstmal muss man sagen, die meisten Treibhausgase oder CO2 kommt von Pflanzen und von Tieren und von Verwesung von Pflanzen, geht in die Luft. Genau bei den Meeren, da stoßen die auch mal wieder Treibhausgase aus. Das Gute ist aber, diesen natürlichen, die werden wieder aufgenommen. Ich sage jetzt mal, eine Pflanze wächst im Sommer, der ganze Kohlenstoff einer Pflanze, die ganze Masse eines Baumes kommt komplett aus der Luft, aus dem CO2, das da enthalten ist. Und wenn die Pflanze abstirbt, verwest, geht das CO2 wieder zurück in die Atmosphäre. Es ist also ein Kreislauf. Was wir als Menschen jetzt aber gemacht haben, ist, wir verbrennen Pflanzen, die vor Jahrmillionen unter der Erde abgelagert wurden und halt nicht Teil dieses Kreislaufs waren, die sich dem Ganzen entzogen hatten. Wenn wir jetzt die verbrennen, drehen wir also die Uhr der Erde um Milliarden Jahre zurück. Man kann das ganz gut beobachten. Über die letzten, was ist das jetzt in der Grafik, 60 Jahre ist die CO2-Konzentration von 300 ppm auf über 400 ppm angestiegen. PPM heißt Parts per Million, also 300 Teile in einer Million Luftteile sind CO2. Klingt zwar wenig, aber das reicht, dass sie diesen Effekt machen. Die Luftschicht über uns ist mehrere Kilometer dick. Das hat einen guten Effekt. Man sieht hier auch, dass es so ein bisschen zappelt, diese Kurve. Geht immer hoch runter, das ist der Jahresrhythmus. Die meiste Landmasse auf der Erde ist auf der Nordhalbkugel. Hier stehen die meisten Bäume, hier sind die meisten Felder. Und was wir hier eigentlich sehen, ist die Vegetation auf der Nordhalbkugel. Geht immer hoch, runter. Aber der Trend ist entscheidend. Es wird immer mehr. Das, was es mehr wird, kommt aus unseren Kraftwerken. Jetzt aktueller Bezug. Ich wollte hier eigentlich unpolitisch bleiben, aber leider hat mich da ein Twitter-Kommentar zu verleitet, das jetzt doch anders zu machen. Jetzt funktioniert das nicht. Mist. Na gut. Dann sage ich es einfach so. Professor Dr. Jörg Meuthen hat gerade getwittert, der Treibhauseffekt, wir stoßen doch jetzt durch Corona so viel weniger CO2 aus und wir können das ja gar nicht messen, also ist das alles totaler Quatsch. Was diese Person leider nicht verstanden hat oder nicht verstehen wollte, ist, dass selbst wenn wir jetzt hier nur die Hälfte ausstoßen würden aus unseren Kraftwerken, würden wir immer noch ansteigen. Was wir also eigentlich machen müssen, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist, die Verbrennung von fossilen Rohstoffen wirklich auf null runterbringen oder fast null. Gott sei Dank ist es so, dass die Pflanzen ein ganz klein bisschen mehr aufnehmen als abgeben, aber wir müssen dramatisch runter, so auf, keine Ahnung, 10% oder so oder weniger. Und solange wir das nicht tun, geht diese Kurve weiter hoch, solange wir es nicht tun, wird es wärmer. Da hilft leider auch Corona nichts. Woher kann man denn jetzt quasi rauskriegen, dass es wirklich die Treibhausgase waren oder, was auch oft behauptet wird, die Sonne ist schuld oder der Erdzyklus ist schuld oder die Vulkane sind schuld oder was auch immer. Was jetzt Wissenschaftler machen ist, sie gucken sich historische Daten an. Sie gucken, wie hat sich die Temperatur in den letzten 100 Jahren entwickelt und versuchen das nachzusimulieren. Das heißt, sie haben Theorien, große Computermodelle, ich sage jetzt mal so etwas Ähnliches wie der Wetterbericht, ein großer Computer, der das Wetter der Erde simulieren kann. Und was die jetzt tun ist, sie simulieren das Wetter der letzten 100 Jahre nach, tun so, als ob sie es nicht gewusst hätten und stecken diese Simulation rein. Wie viel CO2 gab es in dem Jahr in der Erde? Wie viel Sulfate, das sind hier die Ausstöße von den ganzen Kraftwerken, gab es in der Erde? Wie viel Vulkanaktivitäten? Wie viel Sonnenaktivität gab es in den Jahren? Das haben wir aufgezeichnet. Wir stecken einmal das Computermodell in die Vorhersage nicht rein, wie warm es war. Was wir kriegen, ist eine modellierte Kurve, das ist hier die braune Linie. Man sieht, die geht über die Jahre hoch. Die schwarze Linie ist das, was wir an Temperatur gemessen haben. Man sieht also, dass diese Computersimulation mit den verschiedenen Effekten, die wir da reinstecken, ziemlich gut das historische Wetter nachstellen kann. Das heißt, wir haben ihnen nicht gesagt, wie es wurde, wir haben es aber korrekt ausgerechnet.
Das heißt, diese Methode kann man jetzt auch nehmen, um in die Zukunft zu übertragen. Da komme ich gleich drauf. Man kann aber auch was Zweites mit diesen Simulationen machen. Man kann halt gucken, was würde passieren, wenn die Vulkane jetzt nicht aktiv gewesen wären. Wenn das Ozonloch sich nicht verändern würde, wenn die Sonne sich nicht verändern würde. Und man sieht, die Effekte von der Sonne sind relativ klein. Ja, es wurde hier durch die Sonne sowas wie 0,2 Grad wärmer. Durch die Treibhausgase wurde es 0,7 Grad wärmer. Vulkane haben das Ganze sogar abgekühlt. Sulfate, ich sage jetzt mal, das sind Schwefelverbindungen, die aus großen Kohlekraftwerken in die Atmosphäre kommen, auch Menschen gemacht, haben die Erwärmung sogar abgekühlt. Leider endet diese Grafik im Jahr 2000. Ich habe versucht, eine neuere zu finden. Ist mir leider noch nicht gelungen. Was ich aber in anderen Quellen gelesen habe oder gesehen habe, ist, dass diese Sulfataktivität, also das, was aus den Kraftwerken ausgestoßen wird, außer CO2, der restliche Dreck, sage ich jetzt mal, der ist runtergegangen. Das heißt, unsere Kraftwerke kriegen Filter, die werden immer und immer sauberer. Das heißt, dieser kühlende Effekt von dem ganzen Ruß, der da rauskommt, ist weg. Das heißt, es wird jetzt noch wärmer, weil wir unsere Kraftwerke filtern. Was gut ist, will ich gar nicht Abrede stellen. Aber bislang, jetzt die letzten 50 Jahre, ist der Treibhauseffekt eigentlich sehr klein gewesen, weil eine andere Umweltsünde, die die Menschheit gemacht hat, ihn versteckt hat. Die haben sich so ein bisschen gegenseitig aufgehoben. Da wir jetzt aber neuerdings Kraftwerke die Luft filtern, damit der Wald nicht stirbt an sauren Regen, geht dieses Aufheben jetzt weg und es wird umso schneller wärmer. Die Sonne hat hier so ein bisschen für Erwärmung gesorgt, sieht man über die letzten 100 Jahre. Die letzten 20 Jahre ist es sogar wieder abgeflacht. Also wir sind jetzt gerade auf dem Sonnenzyklus, das ist halt die Bahn der Erde und die Sonne verändert sich immer ein bisschen. Da wird die Erwärmung durch die Sonne sogar wieder geringer. Trotzdem wird es wärmer, weil wir so viel Treibhausgase ausstoßen. Ist die Wissenschaft sich sicher bei all dem, was ich hier erzählt habe? Ich sage es mal so, ja, ziemlich. Es gab eine schöne Übersichtsstudie, die hat 33.700 wissenschaftliche Artikel, die von anderen Wissenschaftlern geprüft wurden, die veröffentlicht wurden, analysiert und ungefähr ein Tausendstel sagt, nee, das ist nicht von Menschen verursacht. So als Vergleich, das ist ungefähr so, als ob wir hier eine Talkshow hätten und wir laden, es geht irgendwie über das Sonnensystem, wir laden jemanden ein von der Wissenschaft, aber weil wir ja sagen wollen, nee, wir müssen hier immer beide Seiten der Perspektive bringen, laden wir jetzt noch jemanden von der Flache-Erde-Gesellschaft ein, weil der hat ja den Gegenstandpunkt, wir müssen den auch hören. Und das ist ungefähr das, was in der öffentlichen Debatte leider allzu oft passiert, ist, dass man zwei Seiten sieht, die das eine sagen, die das andere sagen und die meisten Menschen ohne besseren Wissens, da denken dann einfach, okay, die Wissenschaft ist sich nicht einig, aber doch, sie ist sich einig. Die Talkshow-Leute, wenn man da genau hinguckt, haben auch immer wieder die gleichen Ansprechpartner. Da war einfach sehr, sehr schwierig, jemand findet, der zu diesem 1000stel gehört, der da nicht dran glaubt. Was passiert, wenn wir jetzt nichts unternehmen, wenn wir jetzt einfach so weitermachen würden, wenn wir es in die Zukunft weiterrechnen, diese Modelle? Man weiß ja ungefähr, wie viel Kohle wir pro Jahr verbrennen auf der Erde, wie viel Öl wir verbrennen. Diese Rechnung, die ich gerade gezeigt habe, kann man jetzt auch in die Zukunft weiterführen. Was passiert denn dann da? Hier 2020 ist das aktuelle Jahr. Da sind wir. Jetzt gibt es verschiedene Szenarien. Was macht die Menschheit? Was ist die größte Unsicherheit in diesen ganzen Berechnungen? Die Menschheit kann jetzt sagen so, hey, wir versuchen die Erde maximal 1,5 Grad zu erwärmen. Dann müssten wir, die Achse nach oben ist hier, wie viel Treibhausgase wir ausstoßen, ganz schnell weniger ausstoßen und irgendwann sogar negative Emissionen haben. Das heißt, mehr CO2 einsammeln, als wir ausstoßen. Das geht. Effektiv muss man dafür Bäume fällen und vergraben und nicht verbrennen, sodass sie nicht verrotten. Es ist ein Riesenaufwand. Kann man machen. Ist aber teuer und ist nicht sicher, dass es wirklich klappt. So, die Politik sagt es, naja, wir wollen ja eigentlich vielleicht nur 2 Grad, das reicht ja auch, dann müsste man irgendwie hier sein. Müsste man das machen, müsste also auch sehr schnell aufhören und weniger ausstoßen. Die Selbstverpflichtung im Pariser Klimaschutzabkommen, was vielleicht manche von euch gehört haben, wenn man das macht, was die Leute sich da vorgenommen haben, landet man eigentlich zwischen 2,5 und 3 Grad. Und wenn man aber guckt, was ist von der Verpflichtung bislang in Gesetze geflossen, was ist also das, was wirklich ja, in den Ländern gesetzt ist, dann hat man eher zwischen 3 und 4 Grad. Wenn wir einfach so weitermachen würden, wären wir irgendwo zwischen 4 und 5 Grad Erwärmung. Bis zum Jahr 2100, also 80 Jahre in der Zukunft. Mal so als kleiner Vergleich, ich habe eine 6-jährige Tochter, dann ist sie 86. Ich sage mal rüstige Rentnerin, hoffe ich.
Das heißt, dieses Jahr 2100, das ist für mich so ein sehr schmerzhafter Punkt. Da stelle ich mir immer so vor, meine Tochter ist dann ungefähr so wie alt wie meine Oma oder wie meine, die Frau, Oma von meiner Frau, also gute 80 Jahre. Was heißt das dann? Also, was für eine Welt muss sie dann leben oder könnte sie dann leben? Und das ist ziemlich grausam, wenn man sich das genau anguckt. Wir gucken jetzt mal an, wir sind jetzt im Jahr 2020, das hier ist die historische Erwärmung der letzten guten 140 Jahre, das ist das, was wir an Daten haben. Jetzt gibt es verschiedene Szenarien in Zukunft, gucken wir mal, wo wir rauskommen. Wenn wir zwischen zwischen einem halben und einem Grad Erwärmung haben, das ist hier die grüne Linie, dann werden extreme Wetterereignisse häufiger. Das haben wir erlebt in den letzten Jahren, das kann man statistisch nachweisen. Das kann man in Aufzeichnungen sehen, dass extremes Wetter immer häufiger wird. Kann man auch ziemlich einfach erklären, warum das so sein muss. Ab 1 Grad werden die Ernteerträge im äquatorialen Raum immer niedriger. Das sehen wir sogar mittlerweile schon in Deutschland mit den ganzen Dürresommern, dass unsere Erträge zurückgehen. Ab 1,5 Grad und eigentlich, wir sind mittlerweile bei 1,5 Grad in Deutschland, global sind wir ungefähr bei 1 Grad, werden extreme Hitzewellen, Fluten, Dürrekatastrophen häufiger. Klingt jetzt auch noch nicht so angenehm. Weiter, zwischen 2 und 3 Grad. Manche Sommer sind so heiß, dass man draußen im Freien sich nicht mehr aufhalten kann, dass es tödlich wird. Bei uns wird es vielleicht nicht unbedingt tödlich, aber wenn man irgendwie sich Südindien anguckt, da werden Milliarden Menschen fliehen müssen, weil man dort nicht mehr leben kann. Wenn wir zwischen 3 und 4 Grad sind, werden wir Hungersnöte und Katastrophen erleben. Ich bringe jetzt hier mal nach ganz oben. Was heißt 5 Grad? Das ist quasi immer so das Extremszenario, wenn wir nicht machen. Dann hat die Erde vermutlich noch ungefähr genug Essen für 1 Milliarde Menschen. Das ist für ein Zehntel der Menschen. Zurück zu meiner Tochter. Wenn sie 86 ist, heißt das, dass nur jede zehnte Mensch genug und überhaupt noch zu essen kriegt. Der Rest wird von Kriegen und Dürren und Hungerkatastrophen leider das Ganze nicht überleben. Das heißt, ist meine Tochter eine von diesen 10 Glücklichen, die das überlebt? Ich hoffe. Ich hoffe aber, dass wir in das Szenario gar nicht reinkommen. Das hier sind Szenarien. Wir können noch etwas dagegen tun. So, aber leider noch nicht genug der negativen Sachen. Wie kann ich das ein bisschen regional unterscheiden? In welchen Regionen wird es zu heiß? In welchen Regionen wird es Wüstenbildung geben? Wenn wir jetzt von Deutschland reden, 2,5 Grad Erwärmung, ich habe die Zahl jetzt nicht ganz genau im Kopf, heißt, dass es irgendwann in Hamburg Klima gibt wie in Rom. Man denkt immer, das ist ja gar nicht so viel, diese 2 Grad, aber das ist wirklich der Unterschied zwischen Norddeutschland und Italien. Und da steuern wir gerade drauf zu. Lass es mal kurz einsehen. So, jetzt gibt es aber unabhängig von den CO2-Emissionen, die der Mensch aktuell macht, leider noch etwas weiteres. Und das macht es leider noch ein Stück gruseliger, das Ganze. Das nennt sich Tipping Points, auf Deutsch Kipppunkte. Man kann sich das so vorstellen, in der Physik nennt man immer alles einen Kipppunkt, wo man bis zum gewissen Punkt sich echt anstrengen muss und dann geht es wie von alleine. Ich sage jetzt mal, wenn ich hier die Flasche über die Tischkante schieben würde, ab irgendeinem Punkt fällt sie von alleine runter. Da geht alles ganz einfach und wie von alleine. Solche Effekte gibt es auch im Klimasystem. Und zwar, sobald wir eine gewisse Temperatur erreichen, 1 bis 3 Grad, wo genau, das ist wiederum ein Punkt, wo die Wissenschaft sich nicht ganz sicher ist. Die Wissenschaft ist sich sicher, dass es den Klimawandel gibt, dass er menschengemacht wird. Aber jetzt kommen wir zu Details, wo hier noch Diskussion ist. Deswegen sind das hier auch nur ungefähre Zahlen. Ab einer gewissen Temperatur schmilzt das grönländische Eisschild, Sommereis schmilzt, die alpinen Gletscher werden schmelzen, westarktisches Eisschild wird schmelzen. Das sind sehr langsame Prozesse, aber wenn das geschmolzen ist, haben wir da ganz viele nackte Erde, die ist dunkel, wenn da die Sonne drauf fällt, erwärmt sich das Meer. Also wärmt sich quasi die Oberfläche stärker, die Luft erwärmt sich stärker. Das heißt, wenn das passiert, wird es dadurch noch wärmer. Wenn es noch wärmer ist, werden die nächsten Sachen umkippen. Meeresströmungen werden sich verändern, Jetstream wird sich verändern. By the way, das ist über letzten Sommer passiert, deswegen hatten wir die Hitzewelle. Der Jetstream war anders, als er normalerweise ist. El Niño wird, das ist ein gewisses Wetterphänomen auf der Südhalbkugel, wird sich verändern. All diese Effekte werden dafür sorgen, dass es noch wärmer wird. Wie viel, genau weiß man nicht. Wenn wir noch wärmer sind, wird irgendwann das arktische Wintereis schmelzen. Das heißt, die Arktik wird im Winter komplett eisfrei sein. Nicht nur im Sommer, auch im Winter. Permafrostböden werden tauen. Das Great Barrier Reef wird umkippen. Wenn wir all das haben, kann es sein, dass wir hier im Domino-Effekt reinkommen.
und niemand weiß so genau, sind wir schon im Domino-Effekt drin oder nicht. Es gibt eine gewisse Chance, das ist jetzt, ich sag mal, vielleicht eher eine Randmeinung, dass wir schon da drin sind, dass wir tun und lassen können, was wir wollen, dass es ab jetzt von alleine weitergeht, dass es immer schlimmer wird. Ich will das nicht hoffen. Und man hat vielleicht auf der Grafik vorher gesehen, jedes Grad, was wir dafür sorgen, dass es weniger warm wird, macht die Erde weniger schwierig für uns zu handeln, macht die Erde lebenswerter. Das heißt, wir sollten hier auf jeden Fall versuchen, so früh wie möglich die Reißzeilen zu ziehen und es nicht riskieren, dass wir in irgendwelche von diesen Kipppunkten reinlaufen. Weil dann könnte es zu spät sein. Niemand kann so genau sagen, wo sie sind. Es gibt da viele Studien zu, es wird da viel geforscht. Da möchte ich jetzt auch gar nicht ins Detail rein. Aber wie können wir das jetzt verhindern? Jetzt könnte man erstmal denken, so, hey, Deutschland ist doch ein Musterschüler in Sachen Klimaschutz. Gut, gucken wir uns mal so ein Ranking an. Platz 1 bis 3 wurde hier absichtlich leer gelassen, weil niemand so richtig gut ist. Aber danach geht es irgendwie mit Schweden, Dänemark los. Ich sag mal, das sind so die üblichen Verdächtigen. Dann kommt Marokko, hätte ich jetzt nicht erwartet. United Kingdom, das sind doch die Brexiteers, wo sich jeder über lustig macht. Die haben einen Spitzenplatz im Klimaschutz. Spannend. Litauen, Indien. Okay, wo ist denn Deutschland? Ach, hier ganz unten, Platz 23. Also so gut ist Deutschland eigentlich gar nicht. Andere sind da schon viel weiter. Gibt es immer das Argument, Deutschland ist hier nur 2% des Ganzen. Was können wir denn schon tun? Diese Karte zeigt jetzt mal jedes Land proportional zu seinem Impact zu den CO2-Emissionen. Und Deutschland ist auf dieser Karte überdeutlich groß. Afrika ist verschwindend klein. Das gibt es hier fast gar nicht. Man sieht Südafrika, man sieht hier so ein bisschen die Staaten am Mittelmeer. Das war's. Selbst Australien mit seiner Kohle wird immer wieder gerügt. Aber das ist auch nicht so groß. China ist groß, USA ist groß, Indien. Und dann kommt auch irgendwie schon Deutschland. Also ja, wenn jemand was tun muss, dann gehören wir dazu. Wir können uns doch nicht rausreden. Und man hat ja auch gesehen, die anderen Länder sind auch aktiv. Das ist eine globale Aufgabe. Und wie können wir was tun? Jetzt gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ebenen, auf denen man etwas tun kann. Ich fange mit der Staatengemeinschaft an. Ja, die ganze Welt muss daran arbeiten. Europa muss daran arbeiten. Green New Deal haben vielleicht manche in der Presse gelesen. Deutschland muss sich darum kümmern. Und zwar wirklich. In Bundesländern, in den Kreisen, in den Städten muss was passieren. Wie kann man da mithelfen? Man kann wählen. Man kann Bürgerbegehren ausrufen, man kann Petitionen machen, streiken, man kann versuchen, die politische Landschaft so zu beeinflussen, dass die Politik uns hört, dass die Politik die richtigen Aktionen macht. Bisschen kleinere Ebene, man kann in Vereinen, Verbänden aktiv werden, man kann seine Freunde, Nachbarn, Bekannten, Vereinskollegen informieren und aufklären. Man kann einfach ein Multiplikator sein. Wenn nicht nur ich auf der Straße stehe, sondern auch alle meine Freunde, haben wir viel mehr Gewicht. Und wenn die ihre Freunde mitbringen, sind wir irgendwann bei einer, ich sag mal, Ansteckungslawine und wir sind sehr viele. Und zum Schluss kann man natürlich auch seine eigene Lebensweise ändern. Ich sage gleich dazu, an vielen Sachen haben wir gar keinen Einfluss drauf. Weil wir nun mal in Deutschland leben, sind die Straßen da, die in Deutschland da sind. Und der ÖPNV fährt mit Benzin, da können wir nichts machen als Individuum. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall den Einfluss der Staatengemeinschaft. Und selbst wenn wir sagen, wenn alle, ich sag mal, grünen Wähler Deutschlands plötzlich sagen würden, ich emittiere kein CO2, super, hätten wir 20% gespart. Oder wo sind wir gerade? 15%? Ich weiß es nicht. Das würde das Problem nicht lösen. Also auf Freiwilligkeit, auf ein Individuum kann man das Problem nicht ablösen. Man kann ein Vorbild sein, man kann versuchen, andere zu motivieren, dass es mehr werden. Aber eigentlich müssen wir das hier als Gemeinschaft schaffen. Wenn man trotzdem was tun will, ach, auf jeden Fall, seid Vorbilder. Motiviert die Industrie und eure Nachbarn, es euch leicht zu tun und in die richtige Richtung zu wechseln. Aber was soll ich denn jetzt tun? Gucken wir mal an, was so kleiner Einfluss hat. Und man denkt, ich könnte LED-Lampen nutzen. Ist schön, tut nicht weh, aber wenn man das tut, hat man auch nicht wirklich was verändert. Das hat einen sehr, sehr kleinen Einfluss. Was hat so einen größeren Einfluss? Naja, Wäsche, Luft trocknen, Müll recyceln. Ach, Müll recyceln ist sehr gering. Na gut, dann bringt das ja vielleicht gar nichts was für Klimaschutz. Wäsche kalt waschen, Hybridauto nutzen, das werden ja gerade groß beworben und groß gefördert. Das hat jetzt schon Einfluss, aber eigentlich gar keinen großen. Was hat einen größeren Einfluss? Vegetarische Ernährung. Spannend, weniger Fleisch essen oder vielleicht gar keins. Hat vielleicht auch einen Gesundheitseffekt. Elektroauto. Wenn man schon ein Auto hat, dann vielleicht lieber elektrisch, hat einen viel größeren Einfluss. Grüne Energie kaufen, das heißt, den Stromanbieter wechseln, ist total einfach, kostet nicht viel Geld,
kostet vielleicht sogar gar kein Geld. Also mein Stromanbieter kostet weniger als den, den ich davor hatte und der ist grün. Einmal im Jahr weniger weit wegfliegen oder vielleicht ganz autofrei leben. Eine Anekdote noch zu dem Fernflug. Meine Familie und ich, wir hatten eigentlich vor, dieses Jahr im Urlaub, also vor Corona noch, dachten, oh, wir wollen unbedingt nach Island. Haben wir mal gedacht, kann man das eigentlich heutzutage noch bringen? Dann haben wir mal durchgerechnet, wie viel CO2 das wäre. Dachten wir, oh je, das ist aber ganz schön viel. Und was ist, wenn wir mit einem Elektroauto bis nach Dänemark fahren und dann mit dem Schiff übersetzen? Haben wir das mal durchgerechnet, dann waren wir 50% besser, aber es war immer noch viel. Und die Lektion hierbei ist einfach, das Problem ist nicht das Flugzeug an sich, das Problem ist nicht das Schiff an sich, das Problem ist die vielen Kilometer, die man zurücklegt. Man hat einfach einen gewissen Energiebedarf, den man pro Kilometer hat und umso weiter man fährt, umso schädlicher ist es. Wenn man schon weit fährt, dann sollte man das elektrisch tun, weil Strom kann man aus Windrädern, grün gewinnen oder aus Solaranlagen. Aber bei Fliegen geht das halt noch nicht, und weil bei Fährschiffen wird es auch noch nicht gemacht. Das heißt, großer Einfluss ist hier bleiben. Und das Größte, was man überhaupt machen kann, ist soziales, politisches Engagement ausüben. Man kann quasi ein Multiplikator sein. Wenn nicht nur ich grünen Strom kaufe, sondern auch alle meine Freunde, dann hat das halt einen viel, viel größeren Einfluss. Ja, genau. Nochmal ein paar gute Nachrichten. Erneuerbare Energien sind längst nicht mehr teuer. Hier auf der linken Seite mal so ein Diagramm, da sieht man von 1990 bis 2016, wie sich der Preis von neuen Photovoltaikanlagen entwickelt hat, also was so eine Solarzelle gekostet hat. Das ist hier von pro Kilowatt Peak 12.000 Euro auf, ich glaube momentan sind wir, bei meiner letzten Anlage sind wir auf 1.000 Euro runter. Das heißt, wir sind in 30 Jahren hat sich der Preis gedreizehntelt, also auf 6-7% runter. Das ist echt viel. Wenn man guckt, wenn man jetzt eine neue, oder das ist hier leider eine Studie von nur vom März 2018, hat sich also noch verbessert in den letzten Jahren, man guckt, was kostet ein neu gebautes Kraftwerk, der Strom, der da entsteht, pro Kilowattstunde. Gibt es hier verschiedene Balken, Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine kleine zu Hause, eine große Anlage, eine Freiflächenanlage, ich sage mal auf dem Rand von einer Autobahn, Windanlage am Land, auf dem Meer, Biogas, Braunkohle, Steinkohle, Erdgas. Hier links Preis in Cent. Man sieht, Photovoltaikanlage, die großen, sind die billigsten. Und selbst wenn man das mit Speichern kombinieren würde, ist man immer noch relativ günstig. Gerade in südlichen Ländern ist das hier nochmal in Italien nochmal ein Faktor 2 günstiger. Europäische Stromnetz wird gerade massiv ausgebaut, dass wir italienische Strom beziehen können, wenn da die Sonne scheint, und die deutschen Windstrom beziehen können, wenn bei uns der Wind weht. Dass sich also hier gar nicht so viel gespeichert werden muss, dass wir einfach durch das große Land, wo immer überall unterschiedliches Wetter ist, uns gegenseitig helfen können. Und Photovoltaikanlage, kleiner vom Dach, kleiner Werbeblock. Man sieht hier, man ist irgendwo so bei 8, 9 Cent. Das heißt, jeder, der sich eine Solaranlage aufs Dach baut, bezieht den Strom Faktor 3-4 billiger vom eigenen Dach, als er ihn vom Netz beziehen würde. Das lohnt sich also finanziell deutlich, wenn man sich eine Solaranlage aufs Dach baut. Was man aber auch sieht, ist, dass Braunkohle, Steinkohle sich eigentlich gar nicht lohnt. Also warum machen wir das noch? Ja, sie sind da, es ist noch nicht genug von dem anderen gebaut, aber es ist eigentlich nur eine Frage von mehr von dem Guten machen. Punkt noch. Wir sind mittlerweile in Deutschland bei der Elektrizität bei 55% aus erneuerbaren Energien. Also die Mehrheit wird beim Strommarkt mittlerweile erneuerbar erzeugt. Das ist kein Randphänomen mehr. Das ist jetzt etwas Großes, was Fahrt aufgenommen hat. Und es kommt auch noch viel mehr ins Rollen. Letztes Jahr hatten wir 1,4 Millionen Menschen auf der Straße gleichzeitig beim, ich glaube, dritten globalen Klimastreik. Da war Deutschland, glaube ich, führend. Ich glaube, ein Drittel der Demonstranten weltweit war in Deutschland auf der Straße. Und ich glaube, wenn ich richtig recherchiert habe, war das auch der jemals größte Protest in Deutschland. Also Leute, die ja gleichzeitig drauf der Straße waren. Dann selbst solche Länder wie China, ich habe gesagt, die müssen viel tun. Die sind momentan Spitzenreiter in Investitionen in erneuerbare Energien. Die haben Europa abgehängt. Europa hat mal viel investiert, so vor 10 Jahren, aber momentan nicht mehr. Selbst die USA sind gerade dabei, Europa abzuhängen. Also das böse Trump-Land. Weiter zum bösen Trump-Land. Der Kohlebergbau stirbt gerade unter Trump. Trump sagt immer, ja, er ist hier für die Kohlearbeiter da, er will Kohle groß machen, Clean Coal ist einer seiner Werbesprüche, aber die ganze Kohle geht zugrunde. Warum? Weil es zu teuer ist, Photovoltaik ist billiger. Und das ist eigentlich total spannend. Die ganze Finanzwelt zieht ihr Geld jetzt aus den fossilen Kraftwerken ab.
Da gibt es diesen Begriff Stranded Asset. Also das sind ja in Sand gesetzte Investitionen. Die möchten damit nichts mehr zu tun haben, weil sie wissen, dass sie da keinen Blumentopf mehr gewinnen können. Es gibt große Kraftwerke, die gebaut werden sollen, die keine Versicherung mehr finden, die keine Finanzierung mehr finden. Und da ist jetzt wirklich was ins Rollen gekommen. Das war jetzt Anfang des Jahres. Die EU-Kommission möchte 1 Billion, also 1.000 Milliarden Euro in die Klimawende investieren. Die letzten Corona-Fördermaßnahmen sollen auch in eine Richtung eingesetzt werden, dass wir nach der Corona-Krise unsere Wirtschaft möglichst grüner wieder aufbauen, als sie vorher war. Also es gibt hier Hoffnung. Wir müssen verdammt viel schaffen, aber es geht los. Und als Mitdreh-Nachrichten, das ist auch mein letztes Slide, ja, Klimawandel existiert, er ist menschengemacht und es passiert auch heute hier in Deutschland. Auch dieses Jahr wieder wird vermutlich das wärmste Jahr der Geschichte werden, wenn man die Voraussagen vom britischen Wetterdienst so richtig deutet. Wir stehen an der Schwelle zu einer unumkehrbaren Abwärts- oder vielmehr Temperaturaufwärtsspirale. Das ist eine existenzielle Bedrohung, das ist lebensgefährlich. Es geht hier nicht darum, dass wir das Klima retten wollen. Was ich eigentlich will, ist die Menschheit oder die Menschen retten. Bei dem Klima ist es eigentlich egal, ob es jetzt wärmer oder kälter ist. Was juckt das eine Wolke, wie warm sie ist? Es geht hier um die Menschen. Und wenn wir das verhindern wollen, müssen wir das Problem jetzt angehen. Jedes Jahr, was wir warten, macht es schwieriger für uns und macht es teurer. Und wir müssen unsere Lebensweise systematisch ändern. Wir können damit heute beginnen und das ist auch ein politischer Prozess. Und um es abzuwenden, braucht es politisches Engagement, gesellschaftliches Engagement. Es muss halt kollektiv alle mitmachen. Es geht nicht auf Freiwilligkeit. Es gibt viele Wege, sich dazu engagieren und wir haben es noch in der Hand.